Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Endlich geht es online ein Q&A mit meinen Kindern. Eure Fragen und ihre Antworten. Ich hatte ja vor einiger Zeit ein Video hochgeladen, wo ich euch eingeladen habe, an meine Jungs, an meine Kinder Fragen zu stellen. Es gab dann ganz, ganz viele Fragen unter dem besagten Video. Die habe ich mir alle herausgezogen und mit meinen Jungs ein paar erste Fragen herausgesucht. Ich wollte meine Jungs dann auch nicht mit zu viel Fragen in einem Video überfordern. Deswegen gibt es jetzt erstmal Teil 1. Wir haben uns zusammen ein paar Fragen herausgesucht. Zuerst hatte ich mir überlegt, ich stelle mich mit meinen Jungs vor die Kamera oder wir setzen uns vor die Kamera und ich werde dann einfach Symbole über die Köpfe setzen, weil ich meine Jungs ja nicht öffentlich zeige. Aber ich habe dann schnell gemerkt, meine Jungs sind dann gehemmter, vor der Kamera zu sprechen. Sie sind das ja nicht so gewohnt wie andere, die regelmäßig vor der Kamera sprechen, so wie zum Beispiel ich. Und dann habe ich mir überlegt, wir haben so ein Aufnahmegerät, wir setzen uns ganz gemütlich aufs Sofa und machen das Aufnahmegerät an und werden einfach, ich werde die Fragen stellen und dann beantworten die Jungs einfach diese Fragen und das hat ganz gut geklappt. Also ihr hört jetzt die ersten Antworten meiner Jungs auf einige eurer Fragen. Los geht's. Die erste Frage lautet, ist es nicht manchmal ein bisschen nervig, wenn die Mama immer möchte, dass man gesund isst? Ja, manchmal ist es nervig und manchmal auch nicht nervig. Genau. Du sagst das Gleiche, manchmal nervig, manchmal nicht. Die zweite Frage, wünscht ihr euch nicht auch mal ein richtig cooles eigenes Zimmer? Also, ich kriege ja bald ein eigenes Zimmer und ja, darauf freue ich mich auch schon ziemlich. Du hast auch schon so deine Ideen. Ja. Wie du das einrichten willst. Ich will ein eigenes Zimmer, weil sie es dann nicht die ganze Zeit nervt. Okay, ihr wollt auch mal getrennt sein. Aber eigentlich machen wir das ja jetzt schon manchmal so, dass du im Kinderzimmer bist und Silas ist dann oft mit dir bei uns, bei mir im Wohnraum. Oder manchmal sitzt er auch im Flur. Wir haben einen großen Flur mit Teppich, da sitzt dann Silas auch manchmal. Aber wir haben ja gerade noch den Mitbewohner, den Henry. Der ist ja noch bis Ende des Jahres hier bei uns und dann bekommt Silas dann eventuell danach sein eigenes Zimmer. Findet ihr es in Ordnung, wie eure Mama leben möchte oder würdet ihr gerne etwas anderes machen? Würdest du gerne anders leben? Nee, eigentlich nicht. Findest du auch soweit? Mhm. Okay, gut. Werdet in der Schule manchmal geärgert, weil ihr so anders seid? Nein, werde ich nicht. Ich auch nicht. Was ist euer Lieblingsobst? Mein Lieblingsobst ist Mango. Jackfrucht. Was schätzt ihr an eurer Mama ganz besonders? Ja. Soll ich die Frage nochmal anders formulieren? Ja. Also was mache ich besonders toll mit euch? Oder was dürft ihr? Oder so? Abenteuerreisen in andere Länder. Das zum Beispiel das mit dem Vulkan. Okay, also ihr mögt das Reisen. Ja. Ich hätte dich, weil du immer Essen für uns machst, was du selber gar nicht isst. Ah, okay. Ja, also dieses vegane Essen kochen oder irgendwas zubereiten oder gut, ich kaufe ja auch Sachen, die ich selber nicht essen würde, ne? So Käse zum Beispiel manchmal im Bioladen oder Sachen, die eben nicht vegan sind, zubereiten, ja, aber man macht es ja für die Kinder gern und achtet eben auch auf Qualität und ist auch immer ganz wichtig, das Essen mit Liebe zuzubereiten. Was ist dein Lieblingsessen? Pudding. Schwierig. Jackfrucht und Nudeln. Nudeln. Mit was? Tomatensauce und Käse. Tomatensauce und Käse. Ich habe auch noch ein Lieblingsessen, das gleiche wie sie, aber nur ohne Tomatensauce. Nudeln ohne Tomatensauce. Und mit Käse. Und mit Käse. Was magst du an deinem Bruder? Was schätzt du an deinem Bruder? Was magst du besonders? Das ist schwierig. Gibt es gar nichts oder gibt es zu viel? dass er manchmal nachgibt. Dass er sehr kompromissbereit ist. Ja. Ja, mir fällt gerade gar nichts ein. Doch, du sagst manchmal, dass er süß ist. Mhm. Du sagst manchmal, ja, viel aber auch nervig. Wir sehen mir manchmal was, wenn er zum Beispiel was zu essen hat. Oder zum Beispiel Riegel oder so, dass er mir dann manchmal Saft gibt. Manchmal, okay, dass er auch teilt. Genau. Also selten. Okay. Hey, das mache ich fast immer. Silas, was willst du mal werden, wenn du groß bist?
Detektiv oder Geheimagent? Was willst du werden? Was kannst du dir vorstellen? Programmierer. Programmierer, okay. Oh, und Nebenberuf YouTuber. Nebenberuf YouTuber und Hauptberuf Geheimagent. Finde ich eine sehr gute Kombination. Ja. Wenn ihr Kinder im Laden steht, wollt ihr nicht Sachen essen, die im Laden stehen? Kinderschokolade, Disney-Joghurt, Käse, Fleisch, Bärchenwurst, völlig egal was, auch McDonald's, Burger King. Gibt es irgendwas, eben wollt ihr das dann alles essen? Also bei McDonald's oder Burger King eher nicht. Ich war sowieso erst einmal bei McDonald's oder sowas wie Fleischbällchen schon gar nicht. Ich esse gar kein Fleisch. Aber gibt es da manchmal was? Ja, Schokolade, Joghurt, Pudding. Aber was wir manchmal, oder aber ganz selten, eher wenn wir auf Reisen und der sind, Bonbons. Da gibt es auch manchmal Schokolade aus dem normalen Supermarkt. Weißt du noch, welche Sorte das immer ist? Nein. Das ist doch die besondere Rittersport? Rittersport, genau. Dann sowas mal. Und wenn, oder Schokolade oder Gummibärchen oder sowas gibt es ja auch im Bioladen. Wir kaufen das dann auch eher im Bioladen. Da gibt es ja auch Süßigkeiten, die vegan sind oder gesünder sind. Genau, Simon, gibt es bei dir irgendwas, das du manchmal im Laden denkst, ach, das würde ich auch mal gerne essen und probieren? Also, McDonald's, Burger King überhaupt nicht. Vielleicht Käse und Schokolade auch. Käse und Schokolade. Und, ja? Und Käse kaufen wir hin und wieder im Bioladen. Da gibt es zum Beispiel so einen geräucherten Käse oder auch mal Rohmilchkäse. Aber das ist auch nicht so die Regel. Jetzt kommt noch eine Frage. Ist euch manchmal eure Mutter peinlich? Ganz selten. Oh, wann sind denn die Momente, wo ich dir peinlich bin? Was mache ich denn da? Finde ich wirklich sehr spannend, die Frage. Oder die Antwort. Keine Ahnung. Fällt dir jetzt nicht so ein. Ja. Simon, du? Bin ich manchmal peinlich? Ja, wenn ich zum Beispiel mit deinem Freund zusammen spiele und wir so einen Sprachchat haben und du dann auf einmal reinkommst und wie hast du deine Spirulina noch nicht genommen? Du nimmst ja Spirulina immer morgens. Also das, aber, ah ja, stimmt, manchmal, wenn Simon entfragt hat, komme ich immer und stelle so ganz banale Fragen oder wegen Essen irgendwas und Simon so, ich spiele gerade. Stimmt. Aber ich möchte noch mal kurz sagen. Ja, du aber sagst, davor noch. Manchmal bist du mir auch peinlich, wenn du sagst, mach aus, wenn ich jetzt so, Computer spiele. Wenn die Jungs mit anderen spielen, so mit anderen Kindern. Also mit so guten Freunden nicht, aber wenn ich so zum Beispiel Random Duos spiele, ja, oder so. Stimmt, und ich sage dann so, die Zeit ist um, jetzt ausmachen. Das ist ja okay, gut, dann muss man das irgendwie anders regeln. Das ist nur ein sanftes Ausmachen. Wie wäre es, wenn du einen Zettel schreibst und dann sagst, ausmachen! Okay. Ausrufezeichen. Mit 10 Ausrufezeichen. Gut, ja. Aber ich möchte nochmal mit dieser Peinlichkeit nochmal was erzählen. Ich kenne das eher umgedreht ein bisschen bei Silas. Ja, als Silas jünger war. Oder bei beiden Jungs, es war so, als sie jünger waren, war das so der Simon, der Ältere, wenn der kleiner war, und ihm ist irgendwas aufgefallen, irgendwas zu einer Person, wie jemand aussieht oder wenn ihm irgendwas auffällt, dann hat er immer zu mir so, Mama, wieso hatten die Frau das und das, Mama, also hat immer so mir ins Ohr geflüstert. Und der Silas war immer so, wieso sieht denn die Frau so komisch aus? Was hat denn die Frau für einen komischen Hut auf dem Kopf? Der hat das immer so laut ausgesprochen. Und ich dann immer, sei doch mal ein bisschen leise. Warum soll ich denn leise sein? Das war mir dann manchmal ein bisschen, aber unangenehm. Ich denke, oh, kann er mir das nicht so leise zuflüstern wie Simon? Da warst du vielleicht so drei. Aber drei, vier. Dass ich immer gesagt habe, wieso sieht die Frau so fett aus? Ja, so fett aus, warum hat die so viel Falten? Die hat ja eine komische Jacke an und ist immer so laut, ne? Und dann immer so, aber heute gehe ich da viel gelassener damit um. Ja, dann versuche ich das einfach so in eine gewisse Richtung zu lenken, dass die Menschen eben so verschieden sind und dass einem ja nicht du jeder gefallen kann. Aber was ist denn eure liebste vegane Speise? Raw Bite, Lieblingsriegel. Oh ja, Raw Bite. Jackfrucht. Eigentlich gibt es viele Lieblingsspeisen, Silas, der Schokokuchen, der vegane. Ja. Den magst du ja auch gerne. Also es gibt eigentlich viele Speisen, die sie gern mögen. So, jetzt nochmal, was findet ihr gut darin, wie ihr aufgewachsen seid? Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt schon, ihr seid ja noch mittendrin am Aufwachsen. Was würdet ihr später als Eltern anders machen? Ist das eine Frage, Silas, für dich? Ich würde eigentlich nicht anders machen. Du würdest auch so, wenn du Kinder okay, ich werde vielleicht ein bisschen länger Computer spielen lassen. Ja, ein bisschen länger Computer spielen, aber sonst würdest du alles so machen mit so Hängematte und auf dem Fußboden schlafen. Okay, das mit die ganze Zeit vegan sein, vielleicht nicht. Okay, was würdest du dann essen, was nicht vegan ist? Marshmallow. Nee, da kriege ich mal Bauchschmerzen.
Pudding. Also es würde, wenn du mal Kinder hast, da gibt es mehr Pudding. Ja. Und du, Simon, jetzt auch die Frage an dich. Also findest du es gut, wie du jetzt aufwächst? Würdest du später irgendwas anderes machen, wenn du selber Kinder hättest? Also ich würde vermutlich nicht auf dem Boden schlafen. Wie, wo würdest du schlafen? Hängematte oder halt, ja, auf dem Bett. Es würde mehr Jackfrucht geben. Es würde mehr Jackfrucht geben, okay. Da weiß ich, wo es hingeht. Jetzt kommt noch eine sehr wichtige Frage. Wollen deine Jungs so lange Haare oder wollen sie lieber kurze? Und dann gab noch die Frage, ob sie manchmal für Mädchen gehalten werden. Sie das? Also ich werde manchmal für Mädchen gehalten und ich möchte gerade lange Haare haben, aber ich denke mal, später möchte ich dann kurze Haare. Weißt du noch, wer dein Vorbild war, warum du lange Haare haben wolltest? Legolas. Legolas von Hertha Berger, da hat Silas ein Bild gesehen oder sogar einen Filmausschnitt und hat gesagt, oh, so lange Haare möchtet ihr auch haben. Dann haben wir gesagt, dann lass dir doch lang wachsen, hast doch blonde Haare. Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, aus Bequemlichkeit. Du hast aus Bequemlichkeit lang? Stimmt, du hattest, der Silas hat es ja schon länger gehabt, da hattest du so noch kürzer. Und du hast dann gesagt, oh, ich will sie auch mal lang wachsen lassen, einfach mal gucken. Aber du kannst dir auch vorstellen, kürzere Haare später zu haben? Ja. Ja, ne, ein kurzer Schnitt. Aber jetzt ist erstmal euer Wunsch, das einfach mal auszuprobieren. Es gab noch eine witzige Geschichte in Sizilien. Das war, glaube ich, Sizilien 2017. Da durften die Jungs dann auch mal eine Pizza essen. Was ist eure Lieblingspizza? Pizza Margherita. Pizza Margherita, da sind wir dann hoch. Wir waren in einer Unterkunft, da gehört ein Restaurant dazu. Da sind wir dann hoch und haben eine Pizza bestellt. Und da war auch ein Koch dabei oder eine Bedienung, die ein bisschen Deutsch konnte. Und dann kamen wir irgendwie auf das Gespräch, ob das Simon ein Mädchen ist. Und dann haben wir gesagt, nein, das ist ein Junge. Und dann haben die gesagt, ja, aber da hat er so ein zartes Gesicht, sieht aus wie ein Mädchen. Und dann kam, habe ich Simon gesagt? Ja. Oder meinte ich Silas? Und dann kam, die bekam dann alle Bediensteten, also die Bedienung angelaufen. Und dann, ein Junge, das kannten die gar nicht. Also wir haben in Sizilien oder Sardinien auch nie Jungs mit langen Haaren gesehen. Wir haben immer alle in Kurzhaarschnitt. Und auch nie mit blonden. Ja, blonde auch nicht. Und das war so eine Seltenheit dort, ein Junge mit langen, blonden Haaren. Und der Silas saß dann dort und hat die Augen verdreht und dann gesagt, ich will doch eigentlich nur hier meine Pizza essen. Und da standen alle um ihn herum und, toll, wunderschön und toller Junge. Und auch mal in so einem Bus, da kannst du dich noch daran erinnern. Da hat so jemand, der noch mit im Bus stand, irgendwas mit den langen, blonden Haaren gesagt. War das hier in Deutschland? Nein, das war Sizilien irgendwo. Ich glaube, das war das, wo wir uns mit dem Bus verlaufen haben. Mit dem Verfahren. Okay, kann ich mich jetzt nicht mehr so gut erinnern, aber schön, dass du dich noch erinnerst. Irgendwo in so einem Park mit einem großen Baum. Und es ist wirklich so, dass du manchmal für ein Mädchen gehalten wirst, obwohl du, sag ich mal, eher wie ein Junge läufst, eher wie ein Junge sprichst, eher wie ein Junge gekleidet bist. Und ich wusste wie ein Junge. Und du wusstest wie ein Junge und du sprichst. So dein ganzes Gebaren ist eigentlich eher typisch für einen Junge, aber das Einzige, was dich eben unterscheidet zu vielen anderen Jungs, ist, dass du lange blonde Haare hast. Aber viele sehen dann nur die langen blonden Haare und denken automatisch Mädchen. Ja, das ist so in den Köpfen drin. Lange Haare Mädchen, kurze Haare Jungs. Esst ihr heimlich in der Schule, wenn jemand Geburtstag hat, ungesunde Sachen oder bei Freunden, auch zum Beispiel, die nicht vegetarisch sind, zum Beispiel Haribo und so. Haribo ist ja Schweineschalantine drin. Esst ihr manchmal? Will Kuchen. Nein, immer essen, weil Kuchen lecker ist. Meinst du jetzt, wenn du auf dem Geburtstag bist? Ne? Ja. Genau, wir haben das ja auch immer so gehandhabt, wenn es Geburtstag gibt, also Geburtstagsfeiern oder auch bei anderen, wenn sie beim Papa sind, bei den Großeltern, dann essen sie nicht nur vegan. Dann gibt es eben auch normalen Kuchen oder bei Papa und Oma eben ganz normale, andere konventionelle Sachen. Und das hat auch jetzt nicht so mit heimlich zu tun. Und das war jetzt nie die Regel, dass sie, wenn sie woanders sind, nur vegan essen müssen. Das war nie eine Regel. Und das ist auch für mich total okay. Isst du irgendwas heimlich oder? Nee, ich habe heimlich was gegessen. Was? Ich weiß auch nicht mehr was. Ich weiß nur, dass ich sie in meinem kleinen Tresor versteckt habe. Und Simon, als wir mal allein zum Bioladen gegangen sind, hast du auch dir heimlich Lakritze geholt. Ich glaube, ja, genau, Lakritze. Ihr könnt es ja auch, müsst es ja auch dann irgendwann mal selber entscheiden. Ich meine, ihr habt Taschengeld und wenn ihr euch irgendwas kauft, dann ist es doch schon mal gut, dass es im Bioladen gekauft hat, die Lakritze. Ich weiß ja, dass er Lakritze mag. Ich hab's gesagt, nachdem ich es gegessen habe. Ach, hier noch eine interessante Frage. Wie ist das, wenn Freunde bei euch zu Besuch kommen? Haben sie Probleme mit eurer Ernährung, mit dieser anderen Ernährung? Nein. Nö. Nee, weil wenn zum Beispiel ein Freund da ist und es Mittagessen gibt, dann gibt es ja auch sowas wie
Kartoffelbrei oder so. Und das ist ja Oder nicht. Kartoffeln. Oder weißt du noch, einer beste Freund aus dem Kindergarten, der wollte hier immer Buchweizen essen und das gab es bei ihm nicht zu Hause. Der wollte jedes Mal Buchweizen essen mit gedämpftem Gemüse und Räuchertofu. Jedes Mal, wenn der Freund kam oder sich angekündigt hat, wusste ich immer gleich, was es zum Abendbrot gibt. Oder was auch ganz bei euren Freunden gut ankommt, immer ist Fruchtleder, ne? Schoko, Himbeer, diese ganzen Fruchtledergeschichten oder die vielen Trockenfrüchte, die wir haben, Ananas und Mango. Also das kommt eigentlich schon gut an. Und es ist ja auch so, wenn es Geburtstagsfeiern gibt, also wenn ihr Geburtstag feiert, dann habt ihr euch ja auch schon. Es gab manchmal Jahre, da habt ihr euch nur vegan gewünscht und manchmal, da hast du dir zum Beispiel so einen Schatzkistenkuchen, ne, da wird auch mit Eiern gebacken. Oder Ja, ich will dann meinen hast du. nächsten Geburtstag auch Oder einen Schatzkissen. Simon, du hast dir zum Beispiel auch mal Windbeutel zum Geburtstag gewünscht, Ja. so Mini-Windbeutel. Ne? Also das Ich ist auch, immer ich auch, ganz. ich auch, ich auch, ich auch zum Genau. Geburtstag. Also es ist nicht immer alles so streng, wie manche vielleicht meinen. Ich sage ja immer, mein Fokus liegt so auf pflanzliche Ernährung, auf vegane Ernährung, auf viel selber machen. Aber es gibt auch immer mal Ausnahmen und dass die Kinder einfach auch lernen, das selber einzuschätzen und da einfach auch ein bisschen mehr Freiheiten haben. Was sind eure Hobbys? Die nächste Frage. Meine Hobby ist Fahrradfahren, Klavierspielen, Computerspielen, Tabletspielen, Handyspielen, YouTube-Videos gucken. Die war zu beschimpfen. Das ist falsch. Okay, Simon, was machst du gerne? Also Meine dein Hobbys: Klavierspielen, Klettern, Fahrradfahren, ins Kino gehen, schwimmen, Computerspielen, lesen. Dann ist noch eine Frage, was wird das Erste sein, was ihr tut, wenn ihr mal auszieht und alles selbst entscheiden dürft? Ich habe mir erstmal den teuersten Computer, den es gibt, kaufen. Und Also, den Hund, ganz und klar. ein Hund, genau. Ich weiß nicht. Manchmal, wollte ich mir da war irgendwas lecker, was wir zum Beispiel im Bioladen gekauft haben. Und dann wollte ich, immer wenn ich erwachsen bin, mir so Berge davon kaufen. Okay. Oder so Berge von. Ja, Jackfruit! Richtig Ja. frische Ich will Jackfruit. auch noch was machen. 200 Kilo Jackfrucht. Ich werde mir Berge von Pudding kaufen. Silas ist so der Pudding-Junkie, aber den gibt es gar nicht so oft Pudding. Hier noch eine interessante Frage. Mich würde interessieren, ob die Jungs irgendetwas vermissen. Also vermisst ihr irgendwas, so wie ihr jetzt lebt? Vermisst du irgendwas? Hast du das Gefühl, auf irgendwas verzichten zu müssen? Vermisst du irgendwas? Pudding. Es ist nicht so viel Pudding Es essen gibt nicht kann. so viel Pudding. Weiß ich gar nicht. Fällt dir gerade nicht so Ja. auf. Wenn ihr einen Tag, eine Woche lang essen dürftet, was ihr wollt, was wäre es? Pudding. Okay. Ihr seht, das Pudding-Thema durchzieht sich hier durch die ganzen Fragen. Jackfrucht. Jackfruit. Das zieht sich auch durch alle Fragen. Das, oh, Jackfruit, oh, da bin Und ich Nudeln. wirklich, da bin Und ich Käse. wirklich, also mit Jackfruit bin ich bei dir, mit Nudeln und Käse eher nicht so. Aber mit Käse. Mit Jackfrucht. Mit Jackfruit. Wo wollt ihr unbedingt mal hinreisen? Nach La Palma. Ich würde gerne mal, also ich würde gerne mal nach England. Nach England reisen, okay. Welches ist euer rohveganes der Jahreszeit entsprechend aus der Region stammendes Lieblingsgemüse, Lieblingsobst? Aber ich kann mal einfach mal sagen, Silas, bei dir gibt es nicht so viel. Was ist dein Lieblingsgemüse? Blumenkohl. Blumenkohl, die gibt es ja eigentlich regional eher im Sommer, ne? Sommer bis Herbst. Kartoffeln und Melone. Wir hatten aus der Biokiste immer mal eine Melone. Das ist eigentlich eine Gemüsefrucht. Ne? Da gab es auch eine regionale Melone. Aber du hast ja jetzt in letzter Tag auch viel Paprika gegessen. Ne? Du bist ja auch, magst auch gern Paprika. Ist ja auch so eine Geht. Gemüsefrucht. Und die gibt es ja auch im Sommer hier. Gibt es aber irgendein Obst, Lieblingsobst, was von hier kommt? Jackfrucht kommt ja von weiter her, Simon. Lieblingsobst, was auch hier vorkommt? Also, ich mag eigentlich Äpfel gern, aber gerade habe ich irgendwie. Gerade ja, das sind jetzt auch noch Lageräpfel, die schmecken jetzt nicht mehr so Ja. gut. Silas, hast du noch Lieblingsobst, was nur hier wächst oder was hier auch wächst? Kirschen. Kirschen. Und du magst ja eigentlich die ganzen Beerenfrüchte, ne? Kirschen, Ja. Erdbeeren, Himbeeren. Oh, oder das, was es im Kindergarten immer gab. Johannisbeeren. Das war dann erstmal jetzt so die letzte Frage. Das ist doch eine größere Fragerunde geworden. Dann danke ich euch, dass ihr mir hier die Fragen beantwortet habt für die Tschüss. Zuschauer. Tschüss. Es wird auf alle Fälle noch Teil 2 und Teil 3 dieser Reihe geben, weil wirklich sehr viele Fragen bei uns angekommen sind. Ihr habt aber noch die Möglichkeit, jetzt hier unter diesem Video noch einige Fragen zu stellen. Das war's wieder von uns. Hinterlasst gern auch eure Meinung, euer Feedback zu
diesen Antworten meiner Jungs. Ich freue mich auf unseren Austausch. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, ihr Lieben. Eure Silke.